Ja, hallo Freunde, neue Folge vom Kühnes Kochkanal. Ja, wir befinden uns mitten in der Bärlauchzeit. Habt ihr ja schon in den vorherigen Folgen gesehen. Anna hat gestern zwei schöne Nackensteaks besorgt und die füllen wir heute. Lasst euch überraschen. Viel Spaß! Kühnes Kochkanal. Hallo ihr Lieben, heute soll es mal wieder etwas mit Bärlauch geben. Soll aber was ganz Fixes werden. Ich habe hier zwei Schweinenackensteaks. Die sind sehr schön dick geschnitten, ungefähr 3 cm, na 2,5 bis 3 cm. Da werde ich eine Tasche reinarbeiten. Dazu für die Füllung benötigen wir Würfel, also Weißbrotwürfel oder ihr könnt auch Semmelbrösel nehmen, ungefähr einen Esslöffel. Ein Eigelb, Ziegenfrischkäse, Bärlauch, der auf jeden Fall, Pfeffer und Salz zum Würzen und hinterher, um über die Steaks zu streuen, noch Fleur de Sel. Ja, Freunde, wir haben jetzt sämtliche Zutaten in eine Schüssel gegeben. Noch nicht alles, ich würze noch. Warum kommt da nicht? Doch, jetzt kommt er. Also von dem Ziegenfrischkäse haben wir ca. 100 Gramm genommen, also nicht den ganzen Becher. Ja, ich denke, das reicht auch. Nimm nicht so viel Salz. Und ist so schon. Muss der Geschmack kriegen. So. Ja, das werden wir jetzt alles vermengen. Das brauchen wir, glaube ich, nicht zeigen. Nicht das Geschmaddere, was ich jetzt machen werde, nein. Also es wird zusammengerührt. Ich denke, wir sehen uns wieder, wenn Anne die Tasche reinschneidet, oder? Ja, ich denke auch. Bis gleich. So, nun versuche ich hier meine Tasche reinzukriegen. Hat ja bisher immer geklappt, okay. Das haben wir sonst beim Braten gemacht, denn beim Steak noch nie. Weiß ich nicht, ob wir das schon mal beim Steak gemacht haben. Alles das Gleiche. Also dick genug geschnitten sind sie ja. Da habe ich ja extra Bescheid. Das sieht doch schon gut aus. Ich muss noch mal ein bisschen näher schauen, aber ich denke, das haben wir gleich. Hier noch mal ein bisschen, damit ich nicht zu dünn werde. Hier schneide ich auch gleich noch mal und dann seht ihr das Ergebnis. So, und nun kommt unsere Füllung rein. Das Ganze werden wir hinterher mit Zahnstochern zustecken. Ich denke, das reicht schon an Füllung. Ja, ein bisschen dickig könntest du noch. Damit es rausquatscht nachher. Es quatscht nicht raus. Es quatscht nicht raus. Unglaublich. Was? Meine Wortwahl? Ja. So. Ja, so stecke ich jetzt weiter zu. Da quatscht es schon raus. Ja, es quetscht raus, ja. Wie auch immer. Okay. Und mit dem anderen machen wir das genauso und dann sehen wir uns gleich wieder. Und zwar am Grill. Genau. So. So, ihr Lieben, draußen am Grill. Unsere Steaks habe ich schon mal aufgelegt. Die werde ich jetzt von beiden Seiten scharf angrillen. Danach gehen sie in die obere Zone und dann werde ich sie gar ziehen. Dann sehen wir uns wieder. Ja, unsere Steaks haben wir jetzt von beiden Seiten scharf angebraten. Hier kommt leider so ein bisschen die Füllung raus, aber ich denke, das ist nicht so schlimm.
Ich ziehe die Steaks jetzt hier oben im oberen Bereich nach. Hier oben im oberen Bereich, naja. Okay, danach gibt es so ein bisschen Fleur de Sel noch drauf. Danach wird gegessen. Dazu gibt es einen gemischten Salat. Ja, und wir sehen uns beim Tellerbild wieder. Kurzes Fazit. Eigentlich eins der leckersten Steaks, die ich je gegessen habe. Die Füllung bombastisch. Probiert's aus. Wer kein Ziegenkäse mag, nimmt halt Frischkäse, stinknormalen Frischkäse oder Frischkäse mit Kräutern. Das bleibt euch überlassen, aber die Füllung, das Steak, einfach Hammer. Und lasst es auch euch so dick schneiden, wie Anne es gemacht hat. Dann kriegt ihr wunderbar die Tasche reingeschnitten. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, netter Kommentar, Abo, freuen wir uns natürlich sehr drüber. Ja, und wir würden uns noch mehr freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Bis dahin, bleibt gesund, tschüss. Kühnes Kochkanal.